Weiter oben. Hi, ich bin der Niki und ich bin der Schlagzeuger von Kafkiez. Ich finde, der Niki ist ein Ruhepol. Ja. Der Niki, finde ich, der strahlt Entspannung aus. Es sei denn, er verliert seine Drumsticks. Genau. Gestern hat der Niki zu mir noch vom Auftritt gesagt, ich bin so nervös, aber nur mit dem Umbau in der Zeitschrift, doch nicht wegen dem Spiel. Wir sind hier an einem früheren Spot von mir. Hier wurde Shisha geraucht, Backslammen getrunken. Kennst die Lachsrolle am Schluss? Der Niki ist ein unglaublich schönes Beispiel dafür, wie wir uns die letzten Jahre auch irgendwie reinackern mussten in dieses professionelle Musiker sein. Ich finde, Niki hat sich unglaublich weiterentwickelt, was auch seine Drumskills betrifft und so. Stimmt. Landgeruch finde ich voll geil. Also nur so dezent. Also Niki ist definitiv Kaff. Ich könnte mir vorstellen, mal ein paar Jahre in der Großstadt zu ziehen, aber dann auf lange Sicht wieder zurück ins Kaff. Versuchst du sich, glaube ich, sehr stark anzupassen, weil immer die größten Szene-Kneipen auschecken, aber sobald er den Mund aufmacht, merkt einfach jeder, dass er von hier kommt. Ja. Niki, hier das sitzt. Im Grunde ist für mich Bandleben schon so ein bisschen Selbsterfüllung, weil es macht einfach so krass Spaß, auch wenn man den ganzen Tag im Sprinter hockt und irgendwo 8 Stunden in den Norden fahrt. Das ist es alles wert für diese eine Stunde auf der Bühne und für die Afterparty und für die Zeit vorm Gig und für so Fan-Momente. Das ist schon cool.